Hallo allerseits, werte Community, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Kurzfassung geht es um das neue 18 Volt Multitool hier von Milwaukee, genauer gesagt auf dem Tisch das neue M18 FMT. Ein durchaus leistungsstarkes Gerät mit etlichen Features und Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Doch wie sich das Gerät wirklich schlägt, das werden wir uns in der heutigen Zusammenfassung einmal kurz anschauen. Apropos zu erwähnen, für alle diejenigen, die das ausführliche Testvideo zu diesem Multitool bzw. auch im Vergleich zum vorherigen Gerät noch nicht gesehen haben, sollten dies unbedingt noch einmal anschauen. Ich werde es gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken, denn heute, wie gesagt, nur die Kurzfassung, also das Kurzvideo hier zu diesem Multitool von Milwaukee. Genau deswegen würde ich sagen, wollen wir also nun einmal sehen, was wir von diesem neuen Multitool wirklich so erwarten dürfen. Bevor es losgeht, aber falls noch nicht geschehen, diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Testvideo mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem guten Stück findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für dein Zutun und damit los geht's nach dem Intro. Auf dem Tisch das neueste Akku-Multitool von Milwaukee, ein M18 Fuel-Gerät. Und zwar genauer gesagt, es handelt sich um das M18 FMT. Vor uns steht das Solo-Gerät, das bedeutet ganz hinten, an den Namen kommt noch das Kürzel 0X dran. Dahingehend ist natürlich der Lieferumfang in diesem Fall auch begrenzt. Dennoch, wie ersichtlich, das Gerät kommt auch in der Solo-Version in einem praktischen Tragkoffer, genannt von Milwaukee, die sogenannte HD-Box, ziemlich praktisch zum Tragen, Transportieren und Verstauen des Geräts. Auf der Oberseite ein Handgriff und ansonsten macht die Box einen ziemlich robusten Eindruck. Aus dem Lieferumfang gibt es, wie man sehen kann, auch bei der Solo-Version eine ganze Menge mit dazu. Dazu zählt natürlich der typische Papierkram. Das bedeutet Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise. Dann folgt das eigentliche Multitool, das M18 FMT und in einer weiteren kleinen Box das restliche Zubehör. Das bedeutet, hier drin befinden sich einmal Schleifpapiere als auch ein paar Sägeblätter und natürlich nicht zu vergessen die Absaugung. Meiner Meinung nach extrem praktisch, da somit auch das kleinteilige Zubehör gleich sicher verstaut ist und nicht zu vergessen, außerdem natürlich Platz hier für ein Ladegerät sowie einen Akku. Soweit auf jeden Fall zum Lieferumfang der Solo-Variante. Das bedeutet, Ladegerät, Akkus und dergleichen muss man sich entsprechend separat dazu besorgen. Auch dazu natürlich die Links unten in der Videobeschreibung. Genau deswegen würde ich sagen, können wir uns also nun einmal das neue Multitool von Milwaukee ausführlich im Detail anschauen. Und ich muss sagen, angefangen beim Äußerlichen, macht das Gerät, wie wir es von Milwaukee gewohnt sind, natürlich einen sehr, sehr hochwertigen und präzisen Eindruck. Bedeutet, das Gerät ist wirklich erstklassig verarbeitet. Wir haben hier saubere Kanten, gleichmäßige Stöße und dergleichen. Speziell, wenn wir uns einmal hier den Handgriffbereich anschauen, die Gummierung sehr, sehr präzise, keine Überreste oder dergleichen zu finden. Dieser Eindruck vertieft sich, sobald man das neue Multitool einmal in die Hand nimmt, denn ich muss sagen, das M18 FMT liegt dahingehend wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Wie ersichtlich, speziell hier hinten im Handgriffsbereich ist das Multitool super schmal, dahingehend meiner Meinung nach auch sehr ergonomisch, sprich es lässt sich sehr angenehm, sehr sicher greifen. Alles in Schwarz ist eine Gummierung und damit auch nicht zuletzt sehr rutschfest. Das Solo-Gerät wiegt dabei gerade einmal um die 1180 Gramm, ist also wirklich extrem leicht, bedeutet auch mit einem verhältnismäßig großen Akku, in diesem Fall 5 Amperestunden, ist das Multitool meiner Meinung nach immer noch sehr angenehm zu handhaben und nicht zu schwer, um auch über einen längeren Zeitraum mit diesem Gerät arbeiten zu können. Im Vergleich zum Vorgänger hat das neue FMT übrigens noch einmal ganze 100 Gramm abgeworfen und wie ersichtlich dennoch liegt der Schwerpunkt schön mittig hier im Handgriffbereich, also dahingehend meiner Meinung nach wirklich top. Die wichtigsten Bedienelemente des Multitools befinden sich natürlich auch hier ganz oben, bedeutet hier zu sehen einmal der On-Off-Switch des Geräts. Ich muss sagen, von der Größe bzw. von der Bedienung sehr, sehr angenehm. Schön groß, lässt sich problemlos greifen, besitzt einen guten Druckpunkt. Das Einzige, was mich hier etwas stört bzw. was etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist die Position. Denn wie ersichtlich, wenn ich das Multitool hier im hinteren Handgriffbereich halte, müsste der Schalter eigentlich hier vorn positioniert sein. Man muss also
leicht etwas nach hinten umgreifen. Ja, wie gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem in Ordnung. Links daneben befindet sich nun die Oszillationszahlregulierung anhand dieses kleinen Rädchens, ebenfalls schön leichtgängig. Man muss sagen, das Multitool hat dahingehend etwas abgespeckt. Das heißt, wir haben hier nur noch 10 Stufen. Beim alten Multitool waren es 12, aber dafür haben wir hier ganz hinten noch eine Automatikstufe mit dabei. Dies bedeutet natürlich nun, dass das Multitool im Automatikmodus die Oszillationsgeschwindigkeit automatisch anpasst, wobei man sagen muss, dass wir hier beim neuen M18 FMT noch einmal verbesserte Werte haben. Und zwar können wir hier die Oszillationsgeschwindigkeit von 10 bis maximal 20.000 Schwingungen in der Minute regulieren. Soweit auf jeden Fall zu den wichtigsten Bedienelementen. Auf der Rückseite befindet sich dann natürlich noch der Akkuschacht für das Multitool. Wie gesagt, es handelt sich um ein M18-Gerät. Das bedeutet, wir benötigen auch hier einen entsprechenden M18-Akku. Ich würde sagen, 5 Amperestunden ist eine gute Hausnummer für dieses Gerät. Und wie gesagt, 5 Amperestunden an diesem Gerät sorgt natürlich auch für einen guten zentrierten Schwerpunkt. Neben der Akkustandsanzeige direkt am Akku, die so positioniert ist, dass man beim Arbeiten direkt einen Blick drauf werfen kann, gibt es hier hinten am Gerät nichts mehr weiter zu sehen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns nun den Kopf der Maschine etwas genauer an. Beginnen wir also bei der optisch markantesten Änderung am Kopf der Maschine des neuen M18 FMT. Und zwar es geht um die Beleuchtungseinheit. Wie man sehen kann, das neue Multitool besitzt nämlich gleich 3 verbaute LEDs an der Zahl hier vorne am Kopf, die so positioniert sind, dass wir einen maximalen Ausleuchtungswinkel von stolzen 180 Grad haben. Das heißt, jeder Bereich ist hier vorne wirklich sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Ich muss sagen, die LEDs sind auch hinsichtlich der Helligkeitsausbeute sehr, sehr gut und besitzt natürlich eine Nachklimmfunktion. Ganz oben hingegen befindet sich nun der Hebel zum Lösen des Zapfens auf der Unterseite. Hier finde ich ziemlich praktisch, dass man den Hebel nicht mehr 180 Grad umwerfen muss, wie es bei dem Vorgänger der Fall war, sondern ihr seht es hier, ich muss den Hebel lediglich 90 Grad klappen und damit ist hier unten der Zapfen gelöst. Bezüglich der Aufnahme sieht es aus wie beim alten Multitool, jedenfalls fast. Denn auch das neue M18 FMT besitzt die standardisierte OIS-Aufnahme. Das heißt, wir können alle gängigen Sägeblätter auf dem Markt verwenden. Aufpassen müssen wir nur bei Starlog-Sägeblättern. Diese können wir ebenfalls verwenden, Starlog Plus. Hierfür gibt es einen passenden Adapter mit dazu. Kritisch wird es lediglich bei Starlog Max. Diese können wir hier an diesem Multitool nicht anschließen. Im Grunde ist damit also eigentlich alles abgedeckt. Hinzu kommt ein weiteres praktisches Feature bei dem neuen M18 FMT und zwar das sogenannte Fix-Tag. Das bedeutet, wir haben hier unten 4 kleine Magnete, wo wir einfach das entsprechende Sägeblatt anheften und wie ersichtlich, ich brauche es hier nicht halten, wenn ich dann den Zapfen reindrehe, sondern es haftet direkt durch die Magnete hier unten an. Diesbezüglich muss man sagen, das System ist natürlich nicht vergleichbar mit dem von Bosch oder Fein, welches noch einmal deutlich besser ist. Aber ich persönlich kann sagen, aus der Praxis ist es ohne Frage sehr, sehr praktisch. Bedeutet, ich kann hier super schnell die Sägeblätter wechseln und muss nicht ständig darauf achten, dass das Sägeblatt hier zum Beispiel abfällt, wenn ich den Zapfen entfernt habe. Also aus dem Praxistest definitiv eine gute Verbesserung. Die nächste, und das kann man auch wirklich so sagen, enorme Verbesserung dieses Multitools bezieht sich nun auf die Leistung. Denn das neue M18 FMT besitzt nun im Vergleich zum Vorgänger einen Brushless-Motor. Das heißt, das Multitool ist effizienter, es ist schlanker und auch leistungsstärker als das M18 BMT, wie man im Vergleichstest direkt sehen konnte. Abgesehen davon, dass das neue Multitool also nicht nur einen leistungsstärkeren und effizienteren Brushless-Motor besitzt, kommt noch hinzu, dass wir an diesem Gerät auch einen größeren Auslenkungswinkel haben. Das bedeutet, wir haben hier an diesem Gerät eine Rechts-Links-Auslenkung von jeweils 2,1 Grad, was relativ gut ist, verglichen mit dem alten Gerät. Hier hatten wir gerade einmal 1,7 Grad nach links bzw. 1,7 Grad nach rechts. Im Zusammenhang dieser beiden Verbesserungen geht das neue Milwaukee M18 FMT also wirklich richtig durch die Decke. Das heißt, wir können jegliche Materialien, egal ob Metall, Holz etc. pp. Problemlos bearbeiten. Das Ganze extrem zügig und ohne Schwierigkeiten, wie wir auch im ausführlichen Vergleichstest dieser beiden Geräte sehen konnten. Falls man nun denkt, gut, das reicht eigentlich an Verbesserungen, nein, das war es natürlich noch nicht. Denn das neue Multitool besitzt zusätzlich noch ein Anti-Vibrationssystem, was dafür sorgt, dass hier
deutlich weniger Vibrationen im Handgriffsbereich ankommen, speziell im Vergleich zum alten BMT, wie man auch im Vergleichstest sehen konnte. Das heißt dahingehend noch einmal eine deutlich bessere Handhabung als beim Vorgänger. Und last but not least, auch für alle diejenigen, die viel im Innenbereich mit diesem Gerät arbeiten, gibt es nun eine finale Lösung, und zwar eine vorgefertigte Absaugeinrichtung hier für das M18 FMT. Die Installation ist super einfach. Ganz einfach hier unten auf das Multitool draufdrücken. Diese rastet von allein ein und anschließend kann ich dann hier meinen Staubsauger anschließen, um die Staubbelastung deutlich zu reduzieren, wie ich auch im Praxistest ausführlich geprüft habe. Soweit auf jeden Fall zum neuen Akku-Multitool hier von Milwaukee, dem M18 FMT. Im Großen und Ganzen kann man nichts anderes sagen, als dass es sich hierbei wirklich um ein erstklassiges Gerät handelt, speziell im Vergleich zu dem alten, dem 18 BMT, gibt es hier zahlreiche Verbesserungen. Das Gerät ist nicht nur leistungsstärker, es ist leichter, besitzt weitere Features, die das Handling deutlich angenehmer machen, wie zum Beispiel das Anti-Vibrationssystem. Also mit diesem Gerät lässt es sich meiner Meinung nach noch einmal deutlich besser und angenehmer arbeiten als im Vergleich zum alten Multitool. Stellt sich also die Frage, lohnt sich ein Upgrade? Meiner Meinung nach definitiv ja. Ich kann hier nur für das neue Multitool eine klare Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, die aktuellsten Preise findest du unten in der Videobeschreibung. Nun würde mich einmal interessieren, wie ist deine Meinung zu diesem neuen Akku-Multitool hier von Milwaukee? Hast du eventuell Erfahrungen? Schreibst du mir doch gerne einmal unten in die Kommentare. Denn damit war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Falls es dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.